Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA-Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. Weiter geht es. Spannende Phase der Saison. Die Schlussphase läuft, ja. Nicht mehr viel Zeit. Halbfinale Champions League gegen Chelsea. Wird ein interessantes Spiel hoffentlich. Ihr könnt gerne mal raten, was ihr tippt, Leute. Wer gewinnt das Spiel? Chelsea oder Juve? Ab in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid alle für uns. Ich hoffe, ihr schreibt alle Juve in die Kommentare. Wird aber, glaube ich, gegen Chelsea eine spannende Sache. Das andere Champions League Halbfinale lautet Barca gegen City. Das heißt, wir könnten mal im Wunschfinale Juve gegen Barca näher kommen, ja. Ronaldo gegen Messi. Was sich viele auch fürs echte Leben wünschen. Wenn wir natürlich dieses Spiel predikten, ja, in unserer Karriere, wenn wir das vorhersagen, ne, und das wirklich in echt auch passiert, oder, dann war das wirklich eine richtig kranke Saison, eine richtig kranke Karrieresaison. Naja, wir schauen mal. Lasst wie immer gerne ein Like da, wie immer gerne ein Abo da, falls du nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren und kein Video zerfassen. Täglich 18 Uhr hier auf meinem Kanal einschalten, Karrieremodus Folge Ferrari. Geht hoch auf 79, Ehrenmann. Freut mich, Digga, nice Sache. Wie immer, Leute, nicht vergessen, Shop auschecken, ja. Nice Designs, orange, blau, rot, grün, als T-Shirt, als Pullover, in allen vier Designs, in allen vier Farben, was auch immer, checkt's aus. Nice Design, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, gibt's auch noch und vieles mehr natürlich, ja. Ihr könnt's ja einfach mal abchecken. Wie immer, Osteraktion bis Ende April gibt's zu jeder Bestellung von einem Pullover. Entweder diese, die ich hier habe, ja, seht ihr gerade, Standbild Easter, Grüße gehen raus an die Webcam, oder diese LED-Lampe gratis dazu zu eurer Bestellung, kostet sonst 30 Euro, oder T-Shirt oder Torbeutel, ja, eins von den Sachen kriegt ihr gratis dazu, also checkt's aus und gratis Autogrammkarte gibt's auch noch von mir dazu, let's go, vielen Dank, Kuss geht raus, danke an jeden, der mich am Kauf unterstützt, Sperre abgelaufen, Casseo war ja rot gesperrt, genau, glatt rot, ja, Sancho ist enttäuscht, nicht in der Startelf zu stehen, Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Chelsea. Werden wir mal verunsichern, ne? Chelsea wird verunsichert, würde ich sagen. Und dann schauen wir doch mal, wie das Halbfinale läuft. Schon wieder ein Auswärtsspiel. Ihr wisst es, ich habe die Auswärtsspiele lieber. Ja, ich spiele lieber zuerst auswärts. Finde ich einfach geiler. Und die B11 muss natürlich hier getauscht werden gegen die A11. Ich hoffe, ja, alle soweit fit. Außer natürlich, ja, Milinkovic. Ja, 6 Wochen. Ich weiß nicht, wie lange jetzt noch fehlt. Wahrscheinlich noch so 2-3 Wochen. Also er könnte die ganze Saison verpassen, Alter. Das ist natürlich echt bitter, Mann, gegen Ende der Saison. Aber ist halt gut für Bentancur. Dann kriegt der halt die Spielpraxis, die Spielerfahrung hier in den wichtigen Spielen. Hat ja auch ein 90er Potenzial. Also von daher, da geht auch noch einiges mit den Kollegen. Okay, ab geht's. Gegen Chelsea. Hinspiel ist wichtig. Ich wäre mit dem Unentschieden zufrieden. Am besten so ein 1-1. Dann haben wir nämlich ein Auswärtstor. 0-0 ist nicht so optimal. 1-1 wäre okay. Costa mit dem 1-0, Ronaldo mit dem 1-1 in der 24. Okay, ein 2-2 würde ich auch mitnehmen, da haben wir nämlich 2 Auswärtstore. Das wäre sogar noch die bessere Alternative. Aber wir schauen mal, wie es läuft. Umtiti und Manolas ebenfalls hier mit 2 gelben Karten jeweils. Also Gleichstand in Sachen gelben Karten, Gleichstand in Sachen Toren. Gleichstand in Sachen Toren ist aufgehoben. 2-1 durch Hazard in der 70. Und dabei bleibt es auch. Oh Mann, ey. Shit, ey. 2-1. Ah, schade. Azpilicueta hat sich noch verletzt in der 63. Vielleicht ein kleiner Vorteil für uns, vielleicht fehlt der im Rückspiel irgendwie. Das ist natürlich jetzt echt, das ist bitter, Mann. Mann, also 1-1 hätte ich gerne mitgenommen, ne? Das wäre echt schön gewesen, aber na gut, kann man leider nichts daran ändern, Mann. 1-1 war es leider nicht, 2-1. Immerhin, ja, das einzig Positive, was man daraus ziehen muss, ist, dass es ein ja, Auswärtsspiel war. Ja? Also das ist das einzig Positive, wir haben ein Auswärtstor geschossen. Aber gut. Das ist zwar ein Vorteil, aber ändert jetzt auch nicht unbedingt alles. Ah, dieser Cabral, er ist halt wirklich, der hat halt 64 Gesamtrating, was halt wirklich nicht schlecht ist, aber dann nur ein 87er Potenzial. Ist halt auch nicht so geil. Also wir haben hier wirklich keinen, den wir nur, ja, den müssen wir mal schauen, ey. Ich weiß nicht, vielleicht geht der hoch auf 60, der hat 59 gerade. Sonst haben wir wirklich keinen momentan, den wir gebrauchen können, ohne Scheiß. Das ist halt, hier ist keiner drin. Ich weiß auch nicht, also unsere Jugendscouts, ey, ich glaube, wir müssen die alle feuern, Mann. Oh, Alba Lofort würde auf Leihbasis ganz gerne wechseln. Romagnoli will auch wechseln und Cassie hat sich ja schon mal gemeldet. Romagnoli, Digga, ihr habt doch immer gespielt jetzt. Was soll die Scheiße? Jetzt spielt ihr vor allem wieder. Meine Güte, Digga, was ist hier los mit euch? Das ist unfassbar teilweise, ne? Die beschweren sich eiskalt sofort, Mann. Eiskalt, ey. Wir müssen uns mal eine Lösung für unseren Rechtsverteidiger überlegen. Das ist echt die Frage. Da könnte man nochmal überlegen, ein Backup zu holen, vielleicht für die nächste Saison. Cancelo, ich meine, der hat halt. Was hat er für eine Ausdauer?
Ausdauer 83. Ich dachte, der hätte über 90 Ausdauer. Ich habe immer über 90 gesagt. Der hat ja gar nicht so eine gute Ausdauer. Aber, obwohl, wir könnten Skriniar hier in die B11 stellen und De Ligt ein bisschen mehr nach außen ziehen. Obwohl, wer ist schneller? 81. De Ligt 72. Na gut, dann muss Skriniar auf Rechtsverteidiger. Skriniar ist ja mittlerweile auch aus der A11 mehr oder weniger raus. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht kann man noch irgendwie einen Rechtsverteidiger-Backup holen, weil das wäre vielleicht noch eine ganz gute Sache. Weil Cancelo halt, der hat zwar bis jetzt, bis zum 33. oder 32. Spieltag jedes Spiel gemacht, aber der kann natürlich auch nicht die ganze Saison durchspielen. So, vor allem dann am Ende, wenn die ganzen Spiele jetzt wie jetzt Champions League, Pokal ist ja schon weggefallen, Schlag auf Schlag kommen, da muss man schauen. Deswegen wäre ganz gut, da noch ein Backup zu haben. Icardi mit dem 1-0 gegen Benevento, die haben zuletzt die letzten drei Spiele verloren. Wir können mal gleich schauen. Ich denke mal, die stehen auch wieder auf dem Abstiegsplatz. Emre Can mit dem 2-0 und damit geht es in die Halbzeit. Sancho kommt für Ferrari. Sancho jetzt oft getroffen nach der Einwechslung. Schauen wir mal, was dieses Mal wieder macht. Emre Can mit Gelb, Dybala kommt noch für Keane. Emre Can sogar noch mit einem Doppelpack. Boah, kommt auch langsam in Form, ne, der Emre Can. Wir müssen den, glaube ich, öfter spielen lassen. Er ist ja kein schlechter Spieler, verdammt guter Spieler sogar, um genau zu sein. Aber spielt halt einfach zu wenig bei uns, ne. Na, ist halt zu große Konkurrenz, ne. So muss man halt wirklich da sagen, die Konkurrenz ist halt echt zu groß auf der Position im Mittelfeld. Jetzt, wenn Skriniar verletzt ist, okay, fällt wieder einer weg. Aber sonst muss man mal schauen, ne. Nächste Trainingszeit steht an. Na, Pulisic eiskalt eine 6 trainiert, interessiert den gar nicht. Eiskalt, Bruder. Da haut der eiskalt eine 6 im Training raus. So muss es sein, ne. Okay, Pressekonferenz. So, schauen wir mal. Unsere Jungs nochmal motivieren. Ey, das wird jetzt schwer, Alter. Mist. Come on, ey. Wir können mal kurz schauen, wie das Hinspiel ausging. Juve gegen City. Vielleicht wird es auch ein rein englisches Finale. City gegen Chelsea. Das wäre es natürlich. Oh, City hat wirklich 1-0 gewonnen. Ja gut, ich rede die ganze Zeit vom Traumfinale, weißt du? Ich rede die ganze Zeit vom Traumfinale Juve-Barca. Und im Endeffekt wird es nie davon. Mir ist aufgefallen, im Karrieremodus, egal in welchem Jahr, dieses Jahr, FIFA 19, aber auch FIFA 18, FIFA 17, City ist sowas von oft im Champions-League-Finale, ne, in meinem Karrieremodus. Und in echt packen die so irgendwie, ja, okay, vielleicht dieses Jahr, mal schauen. Aber in echt packen die so irgendwie nie ins Finale, ne. Muss man mal dieses Jahr schauen. Karrieremodus ohne Scheiß. City ist, glaube ich, der am häufigsten gespielte Gegner, den ich jemals im Champions-League-Finale hatte. Deswegen würde ich es eigentlich gar nicht feiern. Selbst wenn wir es jetzt ins Champions-League-Finale packen würden, hätte ich irgendwie nicht so Bock gegen City. Also klar, klar ich Bock, aber das ist irgendwie dann immer dasselbe, Alter, gegen City, ne? Ohne Scheiß. Naja, Dybala beschwert sich hier direkt mal, meint er ist die bessere Position, auch besser auf der Posi aufgehoben als Emre Can. Bruder, chill deine Basis, du kommst wieder rein, Mann. Das war doch nur die B11 jetzt hier. Jetzt kommst du natürlich wieder rein. A11 ist wieder am Start. Oh, Dybala ist sogar auf 94 hoch. Uiuiuiui, jetzt setzt er nochmal ein Zeichen. Wie alt ist er jetzt mittlerweile? 26. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir auf die Baller auf 95 kriegen. Wie geil wäre das denn? Das hatte ich einmal in der Karriere, in meinen vier Jahren oder drei oder vier Jahren, seitdem ich jetzt Karriere auch auf YouTube mache, hatte ich ein Spiel auf 95 und zwar Neymar. Das war in FIFA 17, glaube ich. FIFA 17 oder FIFA 18, eins von beiden. Ich glaube, FIFA 17 hatte ich Neymar auf 95, seitdem nie wieder ein Spiel auf 95. Mbappé hat ja dieses Jahr ein Rating oder Potenzial bis 95. Das wird noch interessant werden. Ja, ja, unser volles 90er-Team, der kommt langsam näher. Es fehlt noch eins. Ja, es fehlt eigentlich nur noch. Ja, okay, Bentancur auch noch. Es fehlen noch vier Positionen, glaube ich. Ne, fünf. Fünf Positionen fehlen noch. Dann ist das volle 90er-Team fast schon am Start hier. Ja, gut. Jetzt geht es erstmal gegen Chelsea. Rückspiel gegen Chelsea. Heimspiel für uns. Hinspiel 2-1 verloren, leider. Das Ding ist, wenn Chelsea jetzt ein Ding macht, ist noch nichts gegessen. Dann machen wir zwei Dinger, geht es in die Verlängerung. Das Problem ist, wenn Chelsea zwei Tore macht, dann ist fast vorbei. Man muss mal ehrlich sagen, dann ist fast vorbei. Müssen wir, glaube ich, vier machen, oder? Naja, Umtiti, Alter, stark. 2 Minuten gespielt, 1-0 durch Umtiti. Das ist mal ein Zeichen, ey. So muss das Ganze laufen. Meunier mit der gelben Karte haben die sich geholt von PSG. Meunier mit der gelb-roten Karte. Koulibaly allerdings noch verletzt. Und Ronaldo mit dem 2-0. Komm, und Rüdiger mit dem 2-1. Ah, Mann, Alter. Skriniar kommt für Koulibaly. Scheint schwieriger verletzt zu sein. Ronaldo 3-1. Come on. Kein Tor mehr kassieren, Leute, bitte. Lass kein Ding mehr zu. Es bleibt beim 3-1. Bruder, Champions League Finale ist da. Oh mein Gott, Alter. Mit einem Mann weniger seit der 33. natürlich auch Chelsea, ne? Puh. Digga, bitter für Chelsea, Mann. Richtig, richtig bitter für Chelsea, ey. Und gut für uns natürlich. Boah, Ronaldo mit dem Doppelpack, Alter. Ronaldo hat gezeigt, er hat's noch drauf, Mann. Er hat's noch drauf, Alter. Junge, 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 das war ein Spiel, Mann. Das war, ey, Nervenkitzel pur, ey. Das war real, das Spiel, das hat richtig Bock gemacht, ey. Junge, 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 GG, Mann. Aber wir haben es gepackt, sehr nice.
Turnierpreisgeld 12 Millionen, Spieler verletzt. Och, komm. Jo. 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 4 Monate Schienbeinbruch. Das ist wieder das Unlogische an der Karriere. Könnt ihr nochmal zurückspulen, Leute, das Video? Ein paar Mal zurückspulen, so eine Minute. Dann könnt ihr nochmal schauen, wie lange Koulibaly noch gespielt hat, obwohl er einen Schienbeinbruch hatte. Digga. Alter. Ich weiß nicht, wann er sich verletzt hat, aber ich glaube in der 20. Und der wurde erst in der 40. oder 30. oder so ausgegangen. Der hat locker noch 10 bis 15 Minuten gespielt. Wahrscheinlich mit dem Schienbeinbruch, oder? Das ist wieder Karriere. Das macht null Sinn, Mann. Ohne Scheiß. Manchmal macht das null Sinn, die Karriere. Mit den Verletzungen. Das ist manchmal so komisch. Wie soll der mit dem Schienbeinbruch noch 10 Minuten weitergespielt haben oder 15 Minuten? Jo, Alter. Scheiße. 4 Monate fällt der aus, Alter. Das ist natürlich bitter jetzt. Oh, Mann. Und dann auch in den wichtigsten Spielen am Ende, weißt du? Okay, Skriniar haben wir natürlich. Der Moment, wenn du dir in der Winterpause für verdammte 65 Millionen einen Neuzugang holst, einen Innenverteidiger für 65 Millionen, ja, und der verletzt sich dann, Alter, und der fällt dann im wichtigsten Teil der Saison, wofür du ihn geholt hast, fällt der einfach eiskalt aus. Ja, da muss ich wieder komplett los, Alter. Das war's wieder komplett. Ja, Skriniar, ja, ich bin erleichtert, Trainer, ja, weil du jetzt wieder spielst, weil sich Koulibaly verletzt hat, du kleiner Schlingel, ey. Ja gut, dann schauen wir ganz kurz, was die anderen Begegnungen sind, beziehungsweise was die Europa League Begegnung ist und, wird die schon angezeigt hier überhaupt? Ne, wird nicht. Und was die Champions League Begegnung ist, ja, gegen uns spielt, Barcelona hat gewonnen das Rückspiel. Ich fass es nicht, Digga. Barcelona hat's gewonnen, ey. Das Traumfinale. Ich fass es nicht, Leute, was ist das für ein Saisonende dieser Karriere, ey. Was ist das bitte für ein Saisonende? Traumfinale gegen Barca, ich fass es nicht, Leute. Oh mein Gott, Digga, wie geil ist das denn jetzt bitte? Ey, Ronaldo gegen Messi, Leute. Wenn das auch in echt passiert, Leute, ich scheiß mir in die Hose, Digga, dann haben wir alles vorhergesagt hier in dieser Karriere, Leute. Das war's aber erstmal von der Karriere. Nächste Folge gibt's noch dann das Saisonfinale, aber ich glaube, wir haben es rein theoretisch schon gewonnen, ja. Ja, noch nicht ganz, glaube ich, punktetechnisch. Ja, mehr oder weniger. Lasst ein Like, da ist ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da ist ein Abo da. Wahrscheinlich lasst ein Like, da ist ein Abo da. Sagen wir es nochmal. Alle guten Dinge sind 3, Leute. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Der Nice Designs, Orange, Blau, Rot, Grün. Als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Könnt ihr gerne mal abchecken. Link zum Shop ist oben in der Beschreibung. Nice Designs, Schwarz auf Schwarz, Weiß auf Weiß Design. Hier gibt es auch noch. Ja, könnt ihr auch gerne abchecken. Ihr unterstützt mich. Zahlt keinen Cent mehr. Wenn ihr euch noch einen Pullover holt und noch die April-Aktion ausnutzt. Ja, denn kriegt ihr nämlich für gratis, für umsonst, kriegt ihr diese LED-Lampe, einen Turmbeutel oder ein T-Shirt, gratis zu eurer Bestellung dazu, ohne einen Cent mehr zu bezahlen, wenn ihr euch einen Hoodie holt. Also gönnt euch die Osteraktion, gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis morgen, 18 Uhr rein und ciao.